Moggen, Moggen und herzlich willkommen zurück in Storyteller. Heute mit Kapitel 11. Okay, ich schon auf. Wo einfach mal letztens hier literally Gott erschossen wurde. Bin gespannt, was das Märchenbuch sich hier noch so schönes zusammenspinnt. Und ich bin mir mal nicht mal sicher, ob ich jetzt noch die Charaktere kenne. Ich bin gespannt. Direkt in Kapitel 11 König ungesund. Ich glaube, den König kenne ich endlich echt noch nicht. Zyklische, beidseitig toxische Liebesaffäre. Okay. Die beiden lieben sich schon mal. Was war denn eigentlich aus dem anderen? Ach nee, das war ja Herzogin und Herzog. Genau, ich würde mich sagen, gab es die nicht schon mal, aber nein. Ich glaube, ich weiß, wie es ist. Ich will mir nur mal gerade ganz schnell gucken, ob es ja eventuell auch ein Dingsbums. Ein Erfolg gibt, für wenn die sich die ganze Zeit nur zoffen. Gibt es nicht. Okay. Aber die Lösung hierfür wird wahrscheinlich sein: Amnesie. Nevermind. Achso, warte. So, du weißt nicht mehr, dass du in ihn verliebt bist, schätze ich mal. Jetzt hast du eine Amnesie? Nee. Die sind sauer. Okay, pass auf. Sie weiß nicht, was los ist. Die Frage ist, brauchst du das überhaupt? Ich schätze mal ja. Brauchst du doch nicht. Okay. Aber hierfür brauchst du es dann. So wird ein Schuh draus. Also, die beiden kämpfen. Sie vergisst, dass sie gekämpft haben. Er ist immer noch sauer auf sie. Er vergisst es, dann lieben sie sich und kämpfen schon wieder. What the fuck? Okay. Tücke mit einer alternativen Endung. König, König und eine Magd. Doppelte Hinrichtung. Eine Affäre. Er liebt natürlich beide. Die Magd geht ihm natürlich nach und die Königin denkt sich, fuck you too. Einfach, da der doppelte Hinrichtung, da der König Rache nimmt. Der König nimmt Rache, warte. So wird ein Schuh draus, weil er lebt noch und rächt sich für die Hinrichtung seiner Magd, seiner Liebsten. Warum hast du dann, na obwohl, zu damaligen Zeiten, ich weiß, man darf es ja nicht zu tief denken, aber zu damaligen Zeiten spiele mehr als 2 Stunden. Okay, gerade einen Erfolg bekommen, lohnt sich. Dass es zu damaligen Zeiten ja oft so wurde, war, dass du einfach nur zwangsverheiratet wurdest, was echt scheiße war. Und da wahrscheinlich auch nicht unüblich, dass man dann eigentlich Gefühle für jemand anders hatte. Gehen wir mal zur Säuberung weiter. 3 Köpfe rollen. Okay. Also, der König liebt nur dich. Du liebst niemanden. Du liebst die Königin. Du liebst nur den König. Also, ihr beide seid zusammen. Du noch mit ihr. Und du liebst gar keinen. Weil das ist jetzt die Frage. Ich probiere gerade nur mal ein bisschen. Nee. Weil bei ihm, ich könnte es mir zumindest so vorstellen, er nimmt sie wieder gefangen, lässt ihn. Ich probiere einfach mal. Du nimmst ihn gefangen. Lässt sie runter.
Jetzt ist sie nämlich in ihn verliebt. Genau, pass auf. Dann ist er schon mal tot. Sie ist mit ihm zusammen. Kaputt. Hinrichten, weil du die Schnauze voll von ihm hast und von ihm. War doch richtig gedacht. Ich hab's schon ein bisschen kompliziert. Also, anfangs war es ein bisschen komplizierter gedacht, aber dann hat's sich doch noch als richtig erwiesen. Sehr schön. Beförderung. Vom Tellerwäscher zum König, was ja die Magd sein dürfte. Okay, die Frage ist... Zum König vor allen Dingen. Du hast nichts dagegen, aber ich schätze mal, dass du dann so sauer wirst. Nein, das reicht nicht aus. Ich gehe mal stark davon aus, ihr müsst nicht extra heiraten. Nein. Weil das Ding ist, ich könnte mir vorstellen... Warte mal. Wenn du siehst, dass ihr beide eine Affäre habt, dann wirst du fest... Aber das bringt ja auch nichts. So. So rum wird, glaube ich, nämlich ein Schuh draus. Sie lässt ihn wieder runter. Er ist sauer auf sie und heiratet deswegen. Okay, er liebt sie trotzdem noch. Warte, dann... Nee, 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 nicht entführen, hinrichten. So, Schnauze voll. Und Hochzeit. Genau, alles klar. So hat das schon mal geklappt. Und dann haben wir eine Intrige. Ich muss sagen, ich bin erstaunt, dass es tatsächlich jetzt doch noch relativ verständlich ist. Aber nicht zu früh, Freunde, es kommt garantiert wieder ein Mindfuck. Baron regiert allein. Da muss er alle loswerden. Ich meine... Ist eigentlich relativ simpel, oder? Er will ja sowieso die Krone haben. Ach so, nee. Er muss ja die Krone kriegen. Moment. Die beiden wird er erstmal los. So, dann entführt er die Königin. Aber er muss ja heiraten. Das ist doch nicht so einfach. Warte mal. Wie kommt er zur Hochzeit? Oder ist das wieder so ein Ding wie beim Ritter? Dass wenn er sich ihr entledigt... Nee, der König macht dann nicht mit wieder Ritter. Ihr beide heiratet? Vielleicht wird so ein Schuh draus? Mal gucken, wen von beiden. Aber wenn er jetzt... So wird ein Schuh draus und er will natürlich die Krone für sich alleine haben. Alles klar. Das war jetzt schon ein bisschen getrickster. Er schmeißt sie von der Klippe. Die Krone ist weg. Dadurch schafft sie es, weil er auch für sie was übrig hat. Alles klar. Scheiß Gier, sage ich nur. Aber damit haben wir auch Kapitel 11 geschafft. Es geht echt zügig. Dann würde ich sagen, machen wir die 12 noch. Werwolf. Oha. Und 13 und 14, das wird dann die letzte Folge. Genau. Von daher, let's go mit Ungeheuer Werwolf. Bernhard trinkt Gift. Oh, die beiden kenne ich tatsächlich auch noch. Boah, stimmt, vor Ewigkeiten mal, wo dann, ich glaube, was ursprünglich Erweiterungen für das Spiel waren oder neues Update nur, weil ich musste es Gott sei Dank nicht als Dings DLC kaufen. Bernhard trinkt Gift. Der Sound schon wieder, ey. Okay. Du fällst über Julia her. Verwandelst dich zurück. Siehst, dass du sie enthauptet hast vielleicht? Nein. Aber es ist wirklich sehr jugendfreundlich dargestellt. Einfach so ein Knochen, der rausguckt. Hm.
Oh, das könnte sein. Ihr seid miteinander verliebt. Hopp. Wald, du fällst über ihn her. Immer noch nicht. Ich hätte mich gedacht, das würde ausreichen. So, alles klar, es war doch richtig, weil dann sieht er, er hat seine Liebste umgebracht und bye bye, Ödewelt. Macht mehr Sinn, Tierfriedhof. Ein Haustier wird wieder lebendig, um sich zu rächen. Ein Haustier, damit ist der Hund gemeint. Um sich zu rächen, wofür will er sich rächen? Oh, diese Puppy-Eyes. Oh. Okay. Den Hund juckt das schon mal nicht. Um sich zu rächen. Aber wofür will sich der Hund rächen, ist die Frage. Ich meine, du kannst den Hund nicht leiden, aber reicht das zufällig, wenn die sich bitte verstehen? Nein, das reicht nicht. Also Isabel müsste irgendwie sauer auf ihn werden. Aber wie? Weil die Affäre reicht nicht aus. Ich schätze mal, zum Schluss muss er sie dann runterbellen. Das reicht nicht aus. Der Hund muss ja erstmal sterben, aber wie kriegen wir den Hund zum... Weil wir haben kein Tod oder sowas? Warte mal. Ihr schubst euch auch nicht einfach gegenseitig runter. Vielleicht... Ah, warte, weil die glücklich sind. Oh, ich hätte gedacht, das ist es. Weil jetzt auch die miteinander übrig haben, dass der Hund sich so denkt, ey, fuck off. Ah, so rum wird ein Schuh draus. Die müssen erst vergnügt werden, dann kann sie es nicht leiden, dass die sich lieben. Macht Sinn. Sie kickt den Hund runter. What the fuck? Ich würde sagen, verdient. Als ob du den Hund eine Klippe runtertrittst. Also, wo sind wir denn? Wir gehen mal ganz schnell zum Drachen. Königin lässt Baron verhaften. Okay. Verschleiern Ballsaal. Okay. Warte, warte, warte. Du legst das Kostüm zurück. Findet die Fingerabdrücke drauf und wird deswegen verhaftet. Okay. Der verkleidet sich, erschreckt sie, legt das Kostüm zurück. Sie denkt hier, ey, mach mal was, der hat mich bedroht. Findet die Fingerabdrücke drauf und tschüss. Okay. Hat funktioniert. Da war schon ganz hilfreich, dass wir den Detektiv erst schon mal mit hatten hier in dem Dings, in dem Anwesen oder Herrenhaus oder was das war. Vampir. Vom Vampirismus geheilt. An das Ding kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern. Also, nevermind, die Erinnerung, ja, die so ein paar hatte ich schon mal mit gesehen. Weil das war auch so ein sehr verzwicktes Ding. Damit man vom Vampirismus geheilt wird. Ist Dracula da? Minna wird gebissen. Dann der Professor. Warte. Genau, du siehst sie nämlich jetzt als Vampir da. Vielleicht müssen wir es auch noch zuerst. Warte mal, wenn wir mal sagen, hier, ihr trefft euch, um euch zu verlieben. Oh, die beiden haben auch so süß. Aber okay, das hat zumindest nichts geholfen. Aber wenn du jetzt zum ihm gehst, genau, mit dem Flock da durch. Dann Dracula ist da. Du erstichst ihn. Dann, ey, das ist ein geiles Feature. Dracula ist weg und damit auch die ganzen Vampirfledermäuse.
Und die können glücklich. Och, das geht gerade runter wie Öl. Ist das herrlich. Okay. Und der Professor. Monster wird erschlagen. Baron und Bernhard. Ich meine, gut, Bernhard ist ja der Werwolf. Wahrscheinlich jetzt einmal der Drache und einmal der Wolf. Moment, dann... Du fällst einfach so über ihn her, das geht nicht. Das bringt auch schon mal gar nichts. Oh, oh. Okay. Verschleier dich mal als Drache. Da hat er Angst, verstehe. Er hat zwar Angst, aber er erkundigt sich wegen dem Wolf. Nämlich als Mensch. Kriegt dafür die Knarre. Und erschießt den Wolf. Der Werwolf stirbt. Jetzt muss der Drache sterben. Okay. Warte, warte, warte. Dann haben wir es relativ einfach. Er verwandelt sich wieder zurück. Du suchst... Achso, nee, du hast ja dann Amnesie. Ich glaube, dann braucht man das nämlich alles gar nicht. Du verkleidest dich, triffst auf ihn. Genau, gehst zum Doktor. Kriegst von ihm die Knarre und erschießt den Drachen. Alles klar. War doch relativ simpel, als ich gedacht habe. Sehr schön. Und auch wenn er noch nicht ganz die Folgenzeit offen ist, die letzten beiden Kapitel lasse ich mir definitiv für die finale Folge von Storyteller übrig. Und was ich schon mal mit verkünden kann. Oder, obwohl doch, mache ich jetzt. Na, nee, mache ich in der letzten Folge. Ich gebe dann nämlich schon mal Updates zu den VR-Spielen, aber mehr dann, wenn es soweit ist. Bis dahin sage ich dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der letzten Folge von Storyteller. Und bis dahin, Tüdelü von Cookie Imagination.